Und alle, die mit der Bewegung zu tun haben, die kennen natürlich auch Geert Wilders aus Holland. Und er hat ja ein Motto ausgegeben, das ich auch in Deutschland sehr gerne vertrete. Es reicht, genug ist genug, und das werden wir sagen. Jeden Tag, immer lauter, immer öfter. Denn dieser, egal ob jetzt Deutschland oder Österreich, das gibt sicher nicht viel, wurde immer Politik für Minderheiten gemacht. Es gibt Minderheiten, die sind in der Politik absolut überrepräsentiert. Aber was ist mit der Mehrheit? Die, die einfach nur leben wollen, die arbeiten gehen, die ihre Pflicht erfüllen, wer macht eine Politik für die? Da wird nicht davon gesprochen. Jede Minderheit schreit laut auf und denen wird was gemacht. Was ist denn mit denen, die zwar mittlerweile sogar schon die Faust in der Tasche fallen, die insgeheim schon sagen, boah, das passt nicht, das läuft nicht, das geht nicht. Aber sie trauen sich noch nicht so den Mund aufzumachen. Für die sind wir hier, alle sind wir heute da. Denn wir werden laut sein. Wir werden fordern. Denn es geht um nichts Geringeres als um unsere Freiheit. Und die Freiheit des Menschen liegt nämlich darin, nicht nur, dass er tun kann, was er will. Die Freiheit liegt nämlich darin, dass er nicht das tun muss, was er nicht will. Das ist eigentlich die wirkliche Freiheit. Und dann komme ich auch schon zum Schluss meiner Rede. Noch zwei Gedanken. Der eine, wo es auch um Freiheit geht. Glück, das Geheimnis des Glücks ist eben die Freiheit. Und das Geheimnis der Freiheit ist der Mut. Wir müssen mutig sein, denn wir werden auf vieles noch auf uns einprasseln haben. Wir müssen die Kraft haben, wir müssen stark sein, wir müssen zueinander halten. Wir müssen diese Solidarität leben, die anderen da drüben propagieren. Wir müssen wieder zusammenstehen. Ich habe es in einer von meinen ersten Reden schon gesagt. Schaut einfach mal nach links, schaut einfach mal nach rechts. Und ich wünsche mir das so sehr, dass ihr nichts anderes seht als einen Bruder und eine Schwester. Wir müssen wieder so fühlen, wir sind Brüder und Schwestern. Wir kämpfen für unsere Freiheit, für unsere Zukunft, für die Kinder, für die Enkelkinder. Lang lebe Österreich, lang lebe Deutschland. Dankeschön, dass ich für euch sprechen durfte.